Was geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben und gerade fresh hochgeladen hier realistische Selbstverteidigung für Männer. Klingt ein bisschen blöd, ist aber gar nicht so blöd, das Video. Ich finde sogar, also ich bin selbst ein bisschen stolz, ich finde, es ist eins der ernstesten Videos, auch wenn wir ein bisschen Spaß gemacht haben, aber irgendwie ist das Thema trotzdem ernster als sonst. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Und ja, das Video müsste jetzt hier 3 Stunden vor diesem Video circa hochgeladen sein. Denn ich werde mal einen Test machen. Ich versuche mal zu testen, wie das so ankommt, wenn ich teilweise 2 Videos am Tag hochlade. Vielleicht ein Content-Video, also ein Tutorial oder irgendwas aus dem Dojo, wo ich irgendwas erkläre oder irgendwas halt, wo ein bisschen Content drin ist. Oder, und dann zusätzlich halt noch, ein Turbo Talk. Ja, ist ja auch Content, aber halt anderer Content. Halt ein bisschen mehr mein Gelaber. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet, wenn so 2 Videos am Tag kommen. Vielleicht das eine Video wird halt eher so ein Vlog oder ich melde mich mal kurz zwischendurch und bringe euch auf den neuesten Stand der Tatsachen. So wie das jetzt hier. Und dann kann auch vielleicht mal 2-mal am Tag ein Video kommen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ja. So. Warum Selbstverteidigung? Einige fragen sich ja vielleicht jetzt, warum machen wir auf einmal Selbstverteidigungsvideos? Das haben wir doch sonst nicht gemacht und ich habe auch mal in einem älteren Video erwähnt, dass Selbstverteidigung jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet ist, okay? Es wird jetzt hier auch nicht primär, also das wird jetzt hier nicht auf einmal ein Selbstverteidigungskanal werden. Es wird hier genauso weitergehen wie vorher, ja, also mit Tipps und Tricks und Kicks und alles mögliche. Aber wir haben jetzt ein paar Selbstverteidigungsvideos gemacht, das ist halt gerade so ein kleiner, unser eigener Hype, ja. Es geht nämlich auch auf unserem Kanal jetzt um den Sicherheitsschirm, denn einige haben ja vielleicht mitbekommen, wir machen Werbung für diesen Sicherheitsregenschirm, das ist unsere Produktplatzierung. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, weil ich gebe natürlich frei zu, ich hatte diesen Schirm vorher nicht, ja. Ich wusste noch nicht mal, dass es solche Schirme gibt. Aber der Hersteller hatte mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich eventuell ein Video dazu machen würde. Und er hat mir halt auch seinen Schirm sehr gut präsentiert. Und dann haben wir ihn ausgepackt. Das haben wir sogar vor laufender Kamera gemacht. Das Unboxing könnt ihr euch auch reinziehen. Und ja, ich bin wirklich begeistert von diesem Schirm. Ja, halt, hat halt echt gute Vorteile. Einziger Nachteil ist vielleicht, dass man einen die ganze Zeit halt so einen Schirm mit sich rumträgt. Aber man kann ihn, wie gesagt, halt auch hinter die Tür stellen, ins Auto oder. Auf jeden Fall, aus dem Grund, ja, sind wir jetzt ein bisschen auf dem Selbstverteidigungstrip und wenn ich dann schon euch einen Selbstverteidigungsschirm anbiete, dann möchte ich euch natürlich auch einiges über die Selbstverteidigung erzählen, ja. Und darum gibt es jetzt das neue Video, was wir gerade hochgeladen haben, Selbstverteidigung für Männer. Da habe ich ja auch schon erzählt, dass ich der Meinung bin, dass Selbstverteidigung nicht für alle Leute gleich ist, ja. Für Frauen sollten sich ganz anders verteidigen als Männer und theoretisch sollten sich kleine, leichte Männer anders verteidigen als große, schwere Männer und so weiter und so fort, ja. Halt darum geht es im Moment ein bisschen um Selbstverteidigung hier. Es wird auch noch ein Video kommen, wo wir wirklich zeigen, wie man sich mit diesem Selbstverteidigungsschirm auf der Straße verteidigen kann. Das müsste jetzt auch die Tage kommen. Gedreht ist es schon, es ist nur noch nicht geschnitten. Ja, ihr merkt schon, wir sind gerade gut am Hustlen und der Hustle soll auch genauso weitergehen. Und ja, also schreibt mal einfach in die Kommentare, wie findet ihr das, ja, oder so, findet ihr, ich sollte damit komplett aufhören, ja, mit den Selbstverteidigungstechniken oder mit dem Schirm oder wie findet ihr das, ja, könnt ihr mal schreiben. So, und des Weiteren, ich will euch ja auf den neuesten Stand der Tatsachen bringen, ich bin gerade im Kontakt mit einer Seite, die heißt Der Shogun, der eine oder andere kennt sie vielleicht und zufälligerweise ist das die Seite, wo wir auch damals die Katanas gekauft haben, die wir ausgepackt haben. Ja, wir haben schon diverse Katanas getestet, ausgepackt und auch andere Sachen, ja, zum Beispiel unsere Bocken und so weiter. Die waren teilweise von der Seite Der Shogun und mit der Seite stehe ich jetzt im Kontakt und hoffentlich wird sich da in Zukunft irgendwas ergeben bezüglich Produktplatzierung, ja, also vielleicht gibt es dann bald mal ein Gewinnspiel oder so. Ich versuche auf jeden Fall, dass ich euch da irgendwie sowas klar machen kann, dass wir vielleicht irgendwas verlosen könnten oder so. Ja, so sieht es halt im Moment aus, ja, also der Hustle ist nicht aufzuhalten. Und dann wollte ich noch sagen, ja, also in dem Selbstverteidigungsvideo habe ich darüber gesprochen, dass ich habe auch Techniken gezeigt, ich habe Bullshit-Techniken gezeigt, ja. Ich habe es kurz in dem Video erwähnt, aber ich möchte das hier nochmal klarstellen. Bullshit-Techniken klingt vielleicht ein bisschen hart, ja, weil theoretisch funktioniert alles, ja. Ich sag mal, wenn du wirklich überzeugt von deiner Technik bist, ja, wenn du Judoka bist, wenn du Jujutsu machst oder, und du weißt einfach,
Wenn mich einer angreift, so, du vertraust auf deine Würfe, du vertraust auf deine Griffe, du vertraust auf deine Kicks, auf deine Schläge, auf deine Techniken und so weiter, ja. Wenn du wirklich dir vertraust, ja, dann kannst du es natürlich durchziehen. Wenn du im Training bist, ja, und du übst dreimal die Woche irgendwelche Hebel und Griffe und Würfe und hast du nicht gesehen, ja, und du glaubst halt wirklich in dem Moment, okay, das schaffe ich, ja, wenn du Vertrauen in deine eigene Technik hast, dann kannst du natürlich das auch anwenden auf der Straße, ja. Aber ich habe das Bullshit-Techniken genannt und ich weiß auch, dass zum Beispiel im Karate oder im Taekwondo oder werden diese Techniken ziemlich ähnlich oder genauso, wie ich das gezeigt habe, wie ich das verarscht habe. Ich habe die Techniken ja noch nicht mal richtig intensiv durchgeführt, sondern ich habe sie so ein bisschen Larifari gezeigt, weil ich halt zeigen wollte, dass es halt für die realistische Selbstverteidigung, zum Beispiel gegen ein Messer oder so, jetzt nicht die allerbeste Idee ist, ja. Natürlich funktioniert das. Funktionieren tut alles. Du kannst auch, wenn dich einer auf der Straße angreift, du kannst wie bei Matrix, so wie Neo ausweichen und dann mit einem doppelt gedrehten 720-Kick ihn ausnocken. Theoretisch funktioniert das alles. Theoretisch funktioniert alles, alles, alles. Ja? Und teilweise funktioniert es auch in der Realität. Sieht man ja bei MMA-Kämpfern, ja? Dass sie da teilweise hier an die Wand oder an das, wie heißt denn das, Gitter, an diesem Zaun da in diesem Käfig, ja, dann da einen Schritt laufen und dann wie bei Matrix den Knockout-Kick ansetzen. Theoretisch funktioniert natürlich alles, ja, aber ich möchte das nochmal klarstellen. Es ist auch natürlich überhaupt nichts Schlechtes daran, wenn ihr diese Techniken, zum Beispiel die, die ich gezeigt habe, genauso in eurem Training lernt und einbaut, ja, dann baut sie ein und baut sie so gut ein, wie ihr könnt, ja, und versucht sie so schnell und explosiv und realistisch wie möglich auch dann anzuwenden in eurem Training. Ja, das ist immer gut, weil es heißt ja Martial Arts, kennt ihr ja. Martial Arts bedeutet Kampfkunst, ja, es ist Kunst. Kampfkunst hat viele Bereiche. Es gibt zum Beispiel auch Tai Chi, ja. Tai Chi ist eine Kampfkunst, macht ganz weiche Bewegungen und so weiter. Theoretisch sind das alles Griffe und Würfe und Ziehen und die Kraft des Gegners wieder zurück in ihn leiten und so weiter und so fort. Oder Wushu. Guckt euch die Leute an, was diese Wushu-Leute da machen, ja, mit zwei Säbeln in der Hand, zack, 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 zack. Die drehen das überall um ihren Körper und dann auf einmal eine doppelte Butterfly-Twist-Schraube und den landen sie im Spagat und dann, das machen sie in ihren Formen, die sind übrigens übelst krass, ja, was die da so drauf haben. Dann Doppelschraube. Er landet im Split und die Technik ist, er sticht mit dem einen Säbel hierhin und mit dem anderen Säbel dahin. Ja? Theoretisch würde das natürlich funktionieren, ja, aber in der wirklich jetzt in der Realität, falls ihr jetzt in einem Schwertkampf landet, ja, würdet ihr so eine Technik benutzen? Ich glaube nicht. Boah, Leute, ich schwitze. Ich komme auch gerade aus der Dusche und wir haben draußen. Ist das der Ernst jetzt hier? 47 Grad? Ich glaube, da spinnt mein Thermometer. Guck mal, mein Thermometer zeigt hier an. 47 Grad. Vielleicht wird es gerade von der Sonne angeschienen, aber es ist übelst heiß und übelst schwül hier schon seit Tagen. Darum verzeiht mir, wenn ich hier so ein bisschen daneben bin. Aber bis jetzt geht's noch. Also die Wushu-Leute auf jeden Fall, ja, die machen auch die Obertechniken. Und das ist es ja gerade. Es ist Kampfkunst, ja, es ist Kunst, es ist Bewegungskunst. Und zum Beispiel auch Karateschläge, ja. Ich wurde auch so oft korrigiert, dass meine Schläge falsch sind. Oder bei meinem Katana-Tutorial ist es am meisten passiert. Ja? Ich habe euch ja gezeigt, wie man mit dem Katana hier diese Spins macht, die man eventuell von Star Wars oder so kennt. Ja? Aber die Wushu-Leute machen das genauso. Also wenn das nicht zu Martial Arts gehört, dann weiß ich auch nicht. Ja? Und in meinem Kanal geht es ja nicht um realistischen Schwertkampf, wie man jetzt wirklich mit einem Schwert kämpfen würde. Theoretisch, meine Techniken sind immer so, theoretisch wird das alles funktionieren. Es ist Kampfkunst, ja, es ist so, wie man es im Film sieht. Guckt euch Filmkämpfe an, kein Kampf, den ihr im Film seht, der ist realistisch. Auch wenn sie immer versuchen, das realistisch darzustellen, ja, aber die meisten Kämpfe sind halt total unrealistisch. Guckt euch choreografierte, da geht es nämlich schon los, Kämpfe in Filmen und so sind choreografiert. Das hat mit echten Kämpfen gar nichts zu tun, auch wenn ganz früher war das ja so diese Hongkong-Fights, ja. Cha, pa, pu, pa, cha, cha, pa, pa. 150 Techniken und nicht einer wird richtig getroffen. So ein bisschen so Jackie Chan-Style und das gab es noch davor. Und ja, sowas ist halt todesunrealistisch, ja, todes. Auch selbst wenn beide Kung Fu können, ja, und in der gleichen Schule sind und ich kenne den Kranich-Stil und er hat die Schlange im Schatten des Adlers und so. Das
Ist halt total unrealistisch, braucht man gar nicht drüber reden, ja. Aber normale Filmkämpfe, ja, auch wenn es realistisch aussieht, ja, hier so bam, bam, hier vielleicht so bei James Bond oder ich weiß nicht was, ja, das ist auch alles unrealistisch. Es wird halt alles so für den Film gemacht, dass es halt mega krass aussieht, aber mit echten Kämpfen hat das nichts zu tun. Und wenn ihr euch mal, es gibt ja so Compilations, ich weiß nicht, ob es sie noch bei YouTube gibt, aber irgendwann bald gibt es sie bestimmt nicht mehr. Solche Fight-Compilations, ja, wie irgendwelche Street-Fights wirklich losgehen und so. Also in so Straßenkämpfen, ja, oder in Verteidigungssituationen, da spielt auch immer so viel Adrenalin mit, ja. Ich hatte selbst schon ein, zwei Situationen, wo ich mich mal auf der Straße verteidigen musste. Und ich kann euch sagen, ja, ich bin nicht auf die Idee gekommen, auch nur einen Kick zu machen oder irgendwas, ja. Du kriegst so einen Adrenalin-Rush in so einem Moment, da wirken solche Kräfte, nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem Gegner, ja. Und wenn jemand, der normalerweise Knockout wäre, so einen Adrenalinkick dann hat, dann steht er noch dreimal wieder auf. Weil, wenn es halt echt so um Leben und Tod geht und sowas, ja. Darum meine ich, dass diese Techniken mit hier, ich blocke so ab und mach eins und zwei und drei und vier, eher nicht der Fall sind, dass es funktioniert, ja. Und wenn es wirklich um eure Sicherheit geht und oder ihr wollt eure Freundin oder eure Familie oder halt euch selbst schützen, oder ihr müsst euer Leben beschützen, ja. Da würde ich euch echt empfehlen, dass ihr nicht halt solche krassen Techniken macht hier, die gut aussehen oder so, sondern da geht es halt echt nur um die Effektivität und um nichts anderes. Und ja, darum macht die Techniken im Training, ja. Macht auch die Bullshit-Techniken, die ich euch so ein bisschen verarscht habe im letzten Video. Ich habe diese Techniken genauso gelernt und ich habe sie gerne gemacht, ja. Ich mache es immer noch gerne. Sieht auch cool aus, falls ihr mal eine Show habt oder falls ihr mal in einem Film seid oder so, ja. Haut diese Techniken raus, sieht geil aus. Das ist Kunst, ja. Zum Beispiel beim Wushu gibt es auch nicht nur Formen, was sie machen, sondern es gibt auch diese choreografierten Kämpfe und das sieht auch ultra krass aus, ja, wo die sich da angreifen und dann 3 Meter in die Luft schmeißen und so weiter und stehen immer wieder auf mit Speer und dann macht er mit seinem Kopf immer so, kennt ihr das vielleicht? Halt dieses Ausweichen so zack, zack, zack und dann weicht er immer mit so einer Maid-Bewegung aus. Solche Sachen sieht halt mega krass aus. Ist auch Kunst, gehört auf jeden Fall dazu, hat seine Berechtigung. Genauso wie zum Beispiel im Karate oder im Taekwondo gibt es, im Taekwondo heißt es Einschrittkampf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist halt sozusagen eine Vorstufe für die Verteidigung, wo der eine erstmal einen Schritt zurückgeht, einen Block macht, so, tschak, und dann mit Kampfschrei, Hur! Und dann antwortet der nächste, Hur! Und dann greift er mit einem geraden Vorstoß an und dann kann er da so seine Techniken zeigen. Das hat alles seine Berechtigung fürs Training, ja, macht auf jeden Fall auch Spaß, ist gut. Bereitet einen auch auf eine realistische Situation vor, genauso wie diese Selbstverteidigungstechniken, wenn der Stock kommt und ich mache den Block und man übt sowas, dass es auch aus dem Nichts passiert, ja, reflexartig, dass dann der Block kommt. Vielleicht hilft es dir sogar, wenn du vielleicht mal wirklich mit einem Stock angegriffen wirst, ja, dass dann reflexartig auf einmal der Block kommt und er rettet dir das Leben. Darum übt diese Techniken, macht es auf jeden Fall. Und ich wollte euch das jetzt nicht schlecht reden, falls ihr solche Techniken in eurem Training macht. Es ist halt nur einfach so, für die realistische Verteidigung. Es ging ja auch realistisch. Ich habe ja auch gesagt, dass solche Situationen, dass einer auf der Straße einfach mit einem Messer kommt und sich denkt, den will ich jetzt kalt machen. Ha! Und dann sticht er da auf dich ein oder so. Sowas existiert in der Regel nicht. Ja? Es sei denn halt, das habe ich im letzten Video schon gesagt, es sei denn halt, ihr habt irgendwie euch mit den falschen Leuten angelegt. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass ihr selber Dreck am Stecken habt und wahrscheinlich auch selber ein Messer dabei habt oder ähnliches. Und ja, aber halt so dem Durchschnittsmensch, ne, dem passiert sowas einfach nicht. Weil, wieso sollte man jemand anderen einfach abstechen? Also, wenn es ein Psychopath ist, vielleicht, ja, aber ansonsten macht das keiner. Sogar kriminelle Leute, ja, die wissen auch, wie hoch ist die Chance, dass ich nach so einem Messerstich hier, dass ich gepackt werde und dann in den Knast muss oder so. Also darum, es ist total unrealistisch. Das wollte ich damit nur so ein bisschen deutlich machen. Also ich hoffe, keiner hat sich auf die Füße getreten gefühlt durch mein letztes Video, weil ich das halt so ein bisschen verarscht habe. Und ja, ich hoffe, ich habe es jetzt klargestellt. Ich mache diese Techniken ja genauso. Übrigens, wer sich auf die Füße getreten gefühlt hat,
die meisten Techniken, die ich halt übe und mache, würde ich halt auch nicht in so einer Situation anwenden. Ja? Alle Formtechniken hier, Blöcke und Schläge, Kicks, so das meiste, was ich mache, würde ich halt auch niemals anwenden. Aber das ist halt gerade das Ding, ich bin Kampfkünstler, mir geht es gar nicht darum, primär mich auf der Straße verteidigen zu müssen. Ja? Also ist natürlich gut, wenn man sich verteidigen kann, aber mir geht es gar nicht primär darum, sondern mir geht es um mich selbst als Person, meine Kunst, meine eigene Kampfkunst, Persönlichkeitsentwicklung, körperliche Entwicklung. Ich will meine Techniken perfektionieren, ja, ich will immer leveln und immer ein Stück besser werden und so. Und zum Beispiel, als ich meine Knie verletzt hatte, dann habe ich andere Sachen geübt, dann habe ich zum Beispiel mit Waffen geübt und so. Und das ist auch das Schöne am Kampfsport, dass man hat immer eine Möglichkeit, irgendwas zu machen, ja. Es gibt Kampfsportarten für junge Leute, ja, so, die richtig hitzköpfig sind und jetzt sagen, oh, ich will kämpfen auf Turnieren und ich will es mir beweisen und so. Es gibt aber auch Kampfsportarten für ältere Leute oder entspanntere Leute oder zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, Tai Chi oder so. Es wäre halt eher was Entspanntes. Wie gesagt, es gibt eine Kampfkunst für jeden Menschen in jeder Situation. Darum auch diese Frage, was ist die beste Kampfsportart, ja, finde ich immer total unnötig. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, aber ihr könnt ja mal schreiben, was ist die beste Kampfsportart? Wer weiß es, Galileo hat es uns gesagt, Ninjutsu ist die beste Kampfsportart. Da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, darum werde ich das jetzt hier nicht weiter ausführen. Und ja, so, jetzt habe ich, wie lange? 16 Minuten gab es jetzt einen Turbo-Talk und ich schwitze schon vom Talken hier, weil guck mal raus, wie heftig das Wetter ist, also richtig krass. Was sagt mein Jetzt sagt das hier 51 Grad, also irgendwie, irgendwas kann da nicht stimmen. Ich glaube, mein Thermometer ist in der Sonne oder so. Es ist auf jeden Fall übelst heiß, ich fühle mich wie in der Sauna. Und ich traue mich auch gar nicht, die Tür hier aufzumachen. Weil wenn ich die aufmache, dann wird die Hitze einfach nur hier so mich umhauen. So, was macht man bei solcher Hitze? Richtig, man geht raus, man geht ins Training. Und deswegen werde ich mich jetzt hier gleich zu dem Herrn Makura begeben. Und dann werden wir irgendwie rausgehen und ein bisschen die Sonne genießen. Wir werden versuchen, das Beste draus zu machen. Und hoffentlich auch wieder ein Video zu filmen. Gestern war ich auch schon draußen bei der Hitze. Und ich wollte unbedingt filmen. Ja, ich wollte euch ein Katana-Tutorial filmen. Aber es ist einfach nicht, es ging nicht. Mein Gehirn wurde weich gekocht von der Sonne und es ging nicht. Ja, vielleicht kann ich das heute machen. Und ansonsten, wie immer, schreibt eure Kommentare und Vorschläge und Anregungen, Kritikpunkte, was auch immer ihr findet unter unseren Videos. Oder halt, falls ihr coole Ideen habt für irgendein Video, was ihr gerne sehen wollen würdet, schreibt das immer in die Kommentare, weil der Hustle ist nicht aufzuhalten. Wir wollen jetzt richtig durchziehen. Darum wird es auch hoffentlich jeden Tag ein Video geben, eventuell manchmal sogar zwei Videos am Tag. Ihr könntet auch nochmal die Zeiten schreiben. Welche Zeiten findet ihr für so einen Upload am besten? Also ich dachte jetzt erstmal an 15 Uhr und wenn es dann noch ein zweites Video gibt, vielleicht gegen Abend 18, 19 Uhr oder so, könnt ihr auch nochmal schreiben. Und ansonsten, ja genau, unterstützt bitte unseren Kanal. Ja, also was heißt bitte, ich will nicht betteln, aber ihr könnt gerne unseren Kanal immer unterstützen. In Form von Spenden. Ihr braucht uns gar nicht spenden, ihr braucht uns nicht Geld schicken oder so, sondern ihr seht ja diese Amazon-Links unter den Videos. Ihr könntet das zum Beispiel so machen, falls einer jetzt sowieso sich einen neuen Fernseher kaufen möchte, ja, dann könnt ihr diesen Fernseher über unseren Link kaufen und dann kriegen wir davon eine Provision ab. Das ist halt eine indirekte Spende an unseren Kanal und ihr wisst ja, das Geld geht immer direkt wieder rein in den Kanal für Turbo-Tests und so weiter, damit wir euch neue Waffen, Trainingsequipment, Geräte, alles mögliche zeigen, kaufen, testen und Videos dazu produzieren können. Also, falls ihr uns unterstützt, desto schneller wird dieser Kanal wachsen und wir wollen ja alle gemeinsam wachsen. Ich möchte auch, dass der Kanal durch die Decke geht, damit wir halt noch mehr auslasten können mit den Turbo-Tests. So, gut. Jetzt reicht es auch mit dem Turbo-Tag für heute. Turbo-Tag, Turbo-Talk. Der Turbo-Tag beginnt jetzt. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag und ihr genießt die Hitze genauso wie ich. Peace out, Leute. Haut rein, macht's gut. Ciao und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dann.